So, hallöchen, liebe Freunde der Tanzmusik und des Breitensports, hier bei Professor Layton endlich fortgesetzt. Ich bin ja sehr glücklich, dass alles wieder funktioniert. Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, ich hatte etwas technische Probleme mit meiner Festplatte. Deswegen waren alle Aufnahmen weg und ich muss jetzt hier mal ein bisschen nachspielen. Sprich, ich habe jetzt hier auch ein, zwei Minuten, die ich schon gemacht habe. Jetzt müsste ich aber ungefähr direkt an der Stelle sein, wo ich beim letzten Mal quasi mit der letzten Folge aufgehört habe. Und wir reden mal mit Kalle. Das war doch Kalle, oder? Ja, sag ich doch. Hallo ihr beiden, seid ihr immer noch auf der Suche nach Ramon? Wie immer noch kein Glück? Passt bloß auf, nachts ist es hier sehr gefährlich. Da kann man nicht einfach mit einem Kind durch die Gegend laufen. Es ist doch viel gefährlicher. Ich fürchte, ich muss euren Leichtsinn mit einem Rätsel strafen. Aber das löst ihr doch mit Links, oder? Bestimmt. Raus aus dem Zahlenlabyrinth. Fang in der Mitte an und arbeite dich über die Zahlenfelder bis zu einem der Ausgänge A, B, C und D vor. Dies sind die Regeln. Erstens, du musst stets genauso viele Schritte tun, wie die Zahl anzeigt, auf der du stehst. Zweitens, du darfst dich horizontal oder vertikal bewegen, aber pro Zug nur in eine Richtung. Drittens, du musst genau auf einem Ausgangsfeld landen, um dieses Rätsel zu lösen. Zu welchem Ausgang gelangst du? So, da ich das Rätsel jetzt gemacht habe, wäre es zum einen blöd, wenn ich hier nochmal anfange rumzuzählen, zum anderen wäre das ja, megamäßig gestellt. Dementsprechend aber einen kleinen Hinweis für diejenigen, die von euch vielleicht irgendwann mal bei diesem Rätsel festsitzen. Eigentlich ist es relativ einfach, denn nur ein Ausgang hat, sag ich mal, vor seiner Tür Zahlen, die es zulassen, genau auf dem Ausgang zu landen, und das ist B, weil hier 1, 2, das funktioniert. Die 4 hier funktioniert nicht, die 3 sowieso schon mal gar nicht, die 2 ist zu kurz, die hier sowieso, die 7, ja vergesst das 3, 5, 4, 6 auch viel zu weit. Hier die 2, die 4, ne, alles viel zu weit, deswegen kann man hier eigentlich nur bei B rauskommen, egal wie man läuft. There we go. Another puzzle solved. Richtig, die Antwort ist B. Schau auf die Abbildung, um die Route zu erkennen. Das Rätsel sieht schwer aus, aber wenn man rückwärts arbeitet, entdeckt man schnell, dass nur Ausgang B erreichbar ist. Nun, es scheint, als hättet ihr es tatsächlich gelöst. Natürlich hatte ich auch niemals an eurer Rätselfinesse gezweifelt. Wen das Lokal sucht, das ist da drüben. Aber der Kleine hier sollte wirklich langsam ins Bett. Außerdem kann der Turm jederzeit wieder mit diesem Heidenlärm anfangen. Hören Sie auf mich, Professor. Gehen Sie wieder zur Pension, ja? Bleiben Sie nicht zu lange draußen. Die Kommode packen wir mal beim Professor rein. So, los geht's. Quatschen wir mal erstmal mit unserem Detektiven hier. Oh, hallo, so ein Zufall. Ich habe hier ein kniffliges Rätsel. Herz zu knacken als eine Kokosnuss. Und wer weiß, vielleicht hat das ja sogar mit was mit dem Fall zu tun, an dem ihr gerade arbeitet. Also, was meint ihr? Ihr könnt doch helfen, so unter Detektivkollegen, oder? Das ist zwar sehr interessant, aber Sie sitzen in einem Irrtum auf. Ich bin kein Detektiv wie Sie. Schon verstanden, Sie ermitteln verdeckt. Ja, gut, gut, aber mich können Sie nicht täuschen. Da wir also Kollegen sind, hätten Sie sicher Interesse an einem kleinen Rätselchen, nicht wahr? Ein Dorf hat nur 2 Friseure. Es gibt keine anderen Dörfer in der Nähe. Also geht jeder, der die Haare hat, zu einem dieser beiden. Wenn du sie dir so ansiehst, welchen dieser netten Herren solltest du deinen Schopf anvertrauen? Luke, here's my answer. Ah, natürlich. Another puzzle solved. Stimmt genau, jeder im Dorf lässt sich von einem dieser beiden die Haare schneiden. Das schließt auch die Friseure selbst mit ein. Da man sich normalerweise nicht die eigenen Haare schneidet, ist der Friseur mit der Katastrophenfrisur vermutlich der bessere von beiden. Also, was, ihr habt es geschafft. Ihr habt diese schwierige Rätsel tatsächlich gelöst. Erstaunlich, nicht einmal der große Zaporne konnte es mit all seinem Scharfsinn knacken. Ach, so schwierig war das gar nicht. Aber um etwas Wichtigeres zu kommen, haben Sie Ramon? Wie meine, mein Bester, Sie möchten noch mehr Rätsel? Na, dann habe ich einen Tipp. Besucht doch mal Enigmas Rätselhütte. Das ist alles, was ich euch verrate. Mein Detektivinstinkt sagt mir, dass heute ein weiterer Fall auf den großen Zaporne wartet. Nun denn, die Pflicht ruft. Ich mache mich bald auf den Weg. Vielleicht bis morgen. Und noch ein Gemäldestück bekommen. Yippie. Wie mal an 2 unbekannte Gesichter in meinem Restaurant. Na, was kann ich euch bringen? Oh, wir möchten nichts bestellen. Wir würden Ihnen nur gerne ein paar Fragen stellen. Wegen der Tagessuppe seid ihr dann wohl nicht hier, wie? Also gut, was wollt ihr wissen?
Seit heute Nachmittag ist Ramon als ein Bediensteter der Reihenhäuser spurlos verschwunden. Wir haben praktisch überall nachgesehen, aber erfolglos. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Croton erwähnte einen seltsamen alten Mann, der angeblich im Dorf umherstreicht. Wüssten Sie eventuell genaueres über eine solche Person? Ein älterer Mann, was? Ach ja, das alte Gerücht. Also haben Sie bereits von ihm gehört. Bitte erzählen Sie uns, was Sie wissen. Ihr seid nicht von hier, wie? Es wäre mir gar nicht recht, wenn woanders irgendwelche Gerüchte über Samister aufkämen. Ich könnte vielleicht Vertrauen zu euch fassen, wenn, ja, wenn ihr euch als echte Rätselkenner erweist. Aber hallo, ihr habt ja schon 30 Rätsel gelöst. Gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich kenne da jemanden, der schwört hoch und heilig, er hätte einen seltsamen Typen im Dorf gesehen. Prosciutto hat mir das gesagt. Er ist ein kleiner Kerl, aber er hat einen Appetit wie ein Wolf. Könnten Sie uns sagen, wo dieser Herr Prosciutto finden? Sicher bin ich mir nicht, aber um diese Uhrzeit sitzt er vermutlich zu Hause beim Essen. Er wohnt in der Straße, die von hier aus nach Nordosten führt. Wieso schaut ihr nicht mal vorbei und stattet dem kleinen Fehlfass einen Besuch ab? Ich wollte vielleicht erstmal gucken, dass ich hier... Oh! Ich wollte gerade sagen, Hinweismünzen finde, aber, ja. Ein verstecktes Rätsel ist auch schön. Auf dem Bild unten siehst du ein Tetraeder, das auseinandergeklappt ist. So, dass es flach auf dem Tisch liegt. Welches der Dreiecke musst du an die mit einem Fragezeichen gekennzeichnete Stelle setzen, damit die roten und blauen Linien sich ungebrochen fortsetzen, wenn das Tetraeder wieder zusammengebaut ist? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal geraten, das war C. Das ist immer blöd an Rätseln, wo man redet. Da weiß man hinterher meistens die Lösung nicht mehr. Professor, I've solved it. Ups, ja, war richtig. Fertig, lassen Sie uns noch ein paar Rätsel finden. Quatsch mal mit dem Kumpel hier. Was wollt ihr denn? Los, sagt an, sonst wird mein Essen kalt. Wir haben uns sagen lassen, Sie hätten einen seltsamen alten Mann im Dorf herumstrolchen sehen. Könnten Sie etwas genauer berichten, was Sie gesehen haben? Oh klar, ich denke, das war vor 4 Tagen. Ich ging gerade vom Markt aus nach Hause, als ich diesen unheimlichen Typen sah. Also sehe ich etwas genauer hin? Ja klar. Nicht, dass er mir den Wurststand leer kauft oder so. Es war ein gruseliger alter Mann, der einen riesen Sack auf dem Rücken trug. Dann habe ich ihm was zugerufen, aber er ist einfach weggerannt. Ich dachte noch ganz schön fit, der Opa. Ich bin mir sicher, dass es diese Gestalt war, die all die Leute aus dem Dorf entführt hat. Wenn ihr nachts unterwegs seid, dann passt auf euch auf, ja? Interessant. Hey, eine Hinweismünze. Sonst auch auf Hinweismünzen? Klick, 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 klick. Klick, klick. Klick, 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 klick. Ups. Oh, hier eine Münze. Geh mal wieder raus. Oh, entschuldigen Sie, Professor. Nicht, dass mich unsere Suche langweilt. Ich bin nur etwas müde. Es ist spät geworden. Erstatten wir noch kurz in der Villa Bericht, dann reicht es für heute. Professor, sehen Sie nur! Du lieber Himmel, ist das Ramon? Oh, oh, Luke! Huh? Sir, what? Hold it there! Right behind you! Oh nein, wir haben ihn verloren. Luke, du hast es auch gesehen, oder? Das war eindeutig Ramon. Heißt das, dass der Entführer auch Ramon umgebracht hat? Oh nein! Bleib ruhig, Luke. Ich glaube, wir sollten uns den Schauplatz der Entführung genauer ansehen. Unser Entführer hat vielleicht eine Spur hinterlassen.
Richtig, gehen Sie voraus, Professor. Wir sind auf geheimnisvolles Grollen gestoßen. Boah. Wir müssen den Ort der Erführung auf Hinweise untersuchen. Sie haben vollkommen recht, Professor. Professor, sehen Sie mal. Das Zahnrad. Es scheint identisch mit dem Gebäck, das wir am Tatort in der Villa Reinhold gefunden haben. Meinen Sie, dieses Rätsel könnte uns zu dem Täter führen? Gut möglich. Als erstes müssen wir allerdings der Baronin von unserer Entdeckung erzählen. Los, Luke, auf zur Villa. Kapitel 4. Nacht über Samus Teer. Geschafft. Nachdem Luke und Professor Layton Zeugen von Ramons Entführung wurden, kehren sie zur Villa zurück. Wir haben dringende Neuigkeiten. Ramon wurde entführt. Wie? Was? Wo? Das muss ich sofort berichten. Frau Baronin, etwas Schreckliches ist passiert. Wollen Sie damit was sagen, dass auch Ramon etwas zugestoßen ist? Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber die Zeit drängt. Wir müssen schnellstens eine Suche nach ihm organisieren. Layton, was hat das zu bedeuten? Wieso wollen Sie das ganze Dorf in Aufruhr versetzen? Die Lage hat sich geändert, Inspektor. Wir haben gesehen, wie Ramon verschleppt wurde. Ich fürchte, wir haben es hier mit einem Serientäter zu tun. Wir müssen die Bewohner von Samus Teer zusammenrufen und eine Suche organisieren. Layton, soweit ich weiß, ist das immer noch mein Fall. Für heute ist es schon zu spät. Wir können noch morgen nach der Suche beginnen. Wir können nicht debattieren, ob wir die Einwohner noch wecken wollen oder nicht. Während wir reden, könnte Ramon schon... Wir würden die werten Anwesen mir bitte Gehör schenken. Matthew, ich muss doch sehr bitten. Wir sind beschäftigt. Was ist denn? Bitte verzeihen Sie, Frau Baronin, aber Ramon, er ist wieder da. Wieder da, aber...